Was auf meinen Papieren steht, nämlich dass ich Schauspielerin, Fabrikarbeiterin, Fotografin und so weiter bin, das besagt nicht viel. Auch ist es nicht wichtig zu wissen, woher ich gekommen bin. Was hat die geografische Lage meiner Herkunft, mein Geburtsort, mit meiner Heimatlosigkeit zu tun? Auch bin ich nicht Schauspielerin von Beruf, denn ich liebe nicht den falschen Schein und mein einziger Beruf ist, das zu erlernen, was ich bin. Das schreibt Emmy Hennings 1920 in Das Brandmal, in ihrem zweiten großen Roman. Und ich glaube, es hilft uns ein bisschen, einen Eindruck für diese Persönlichkeit zu bekommen. Ja, und uns interessiert ja vor allem auch die Münchner Zeit von Emmy Hennings. Emmy Hennings ist 1910 zum ersten Mal ja nach München gekommen. Da war sie schwer krank, an Typhus erkrankt und sie musste mehrere Wochen in einem Krankenhaus in Schwabing verbringen. Davor hat sie schon einiges erlebt gehabt, hat viele Berufe gehabt, wie wir gerade gehört haben, hat aber auch mit Gelegenheitsprostitution ihr Überleben sichern müssen. Und sie ist mit einem Wandertheater durch die Lande gezogen als Varieté-Schauspielerin, Sängerin und ist dadurch aber auch nach Berlin gekommen und hat in Berlin erstmals die Bohème-Kreise eigentlich kennengelernt. Das war noch vor München. Aber von dort aus war natürlich München dann eine wichtige Station, eigentlich die Station, würden wir jetzt sagen, in der Emmy Hennings zur Künstlerin geworden ist, oder? Genau, also sie hat erste Kontakte aus der Berliner Bohème mitgebracht, hat aber in München wirklich viele wichtige Kontakte geknüpft. Sie tritt in München dann in der Künstlerkneipe Simplicissimus im Kabarett auf. Sie tritt da, und das ist, glaube ich, wichtig, mit eigenen Texten dann auch auf, nicht mehr nur mit dem, was sie von anderen auf der Wanderbühne vorträgt, sondern wirklich ihre Gedichte. Wie sie im Simplicissimus auftritt, das beschreibt sie in Das flüchtige Spiel. Und in ein paar Monaten gedachte ich wieder, in München zu landen, wo ich im Simplicissimus sozusagen fest engagiert war, wo man sich mit meinen kleinen Seitensprüngen und Unzuverlässigkeiten schon abgefunden hatte, während ich aufs Podium sprang, auf dem ich daheim war. Also sie fühlt sich hier heimisch, was, glaube ich, bei diesem Lebenslauf, wie man ihn jetzt angedeutet, mit Prostitution, mit Hunger, Not, wirklich existenziellen Sorgen, was ganz wichtig ist. Und auch wichtig ist, dass sie eben an Gedichten hier in München arbeitet und auch, dass sie die richtigen Leute kennenlernt. Genau, und sie wird wahrgenommen. Also München ist der Ort und der Zeitpunkt, wo sie als Künstlerin wahrgenommen wird und wo sie auch auftaucht in Tagebüchern, zum Beispiel von Erich Mühsam, um ein Beispiel zu nennen, oder in Briefen. Im Simplicissimus damals aufzutreten in München, da war man ja auch ein Teil in gewisser Weise der literarischen Avantgarde. Und das hat auch ihr überregional Aufmerksamkeit geschenkt. Also sie ist dann, hat ja von München aus dann auch Engagements wieder in andere Städte bekommen, zum Beispiel nach Berlin oder auch nach Budapest. München war für sie auch deswegen wichtig, weil sie eine ganz wichtige Person kennengelernt hat in München, der für ihr Leben wichtig war. Sie hat in München auf jeden Fall dann über Junghans, der sie gemalt hat, Kontakt zum Kurt-Wolf-Verlag geknüpft, der sich dann entschieden hat, ihre ersten Gedichte in einer expressionistischen Buchreihe zu veröffentlichen. Wir haben hier die Gedichte als Handschrift. Das ist ganz schön, weil es so etwas Charakteristisches für sie ist. Sie hat immer wieder so kleine Heftlein mit handgeschriebenen Gedichten gemacht, die sie dann auch später noch verkauft hat, einfach um erstmal irgendwie ein bisschen Geld damit zu verdienen. Also auch gar nicht der Gedanke, dass jedes ein gedrucktes Buch wird, sondern ein sehr, sehr schneller Umgang damit. Umso größer war für sie, glaube ich, die Freude. Sie hat diesen ersten Gedichtband dann genannt, die letzte Freude, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass sowas Schönes, wie dass ihre Texte gedruckt werden, nochmal passiert. Wir wissen heute, es ist noch öfter passiert. Es sind ja auch noch die großen Romane dann danach entstanden. Für diesen Anfang in München ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie da wirklich Kontakte knüpft, dass wir Spuren von ihr finden wir in vielen anderen Nachlässen auch. Es gibt beispielsweise ein Notizalbum von Waldemar Bonsels, wo auch ein Foto von ihr drin ist. Ein Foto, das wir eigentlich so noch nirgends gesehen haben, muss man auch mal sagen. Also das war sehr spannend. Sie 1912 sieht man sie hier. Genau.
Ich glaube, das zeigt auch, dass man eben solche Spuren noch erforschen kann und dass wir da auch auf viele Spuren gestoßen sind, die man noch weiter verfolgen müsste. Spannend ist ja auch in München irgendwie ihre Beziehung zu Else Lasker Schüler, die ja nicht immer eine rein unbeschwerte Beziehung war. Und es gibt da auch schöne Anekdoten, einmal so sozusagen, dass die beiden zusammen nicht in einem Raum sein konnten, aber auf der anderen Seite sehr, sehr schöne Gesten der Solidarität auch gezeigt haben. Da gibt es doch diese eine Szene mit einer Schlägerei. Die genau, als 1914 der Erste Weltkrieg angeht und Emmy Hennings sich weigert, patriotische Lieder zu singen, kann sie nicht mehr im Simplicissimus auftreten. Es gibt aber auch noch eben die Geschichte, dass sie dann in einer Schlägerei eigentlich einem Kriegsgegner hilft und dann eben ein blaues Auge abbekommt, dass Else Lasker Schüler im Café Stephanie sitzend versorgt und ihr dann einen Apfelkuchen spendiert. Oder es gibt eine andere Begegnung. Emmy Hennings sitzt in München auch im Gefängnis. Sie wird verurteilt wegen angeblichen Diebstahls an einem Freier. Und auch im Gefängnis wird sie von Else Lasker Schüler besucht. Und auch ihre Gefängniserfahrung mündet wieder in einen literarischen Text, nämlich in den Roman Gefängnis. Den wird sie später schreiben, als sie schon nicht mehr in München ist. Dann, dazwischen liegt noch eine wichtige Phase, für die man wahrscheinlich auch in München im Simplicissimus schon erste Spuren finden kann. Das ist Dada in Zürich. Sie geht zusammen mit Hugo Ball, den sie auch hier kennenlernt, 1915 dann in die Schweiz und gehört da, das ist wahrscheinlich das, was man am meisten über sie weiß, gehört da zu den Mitbegründerinnen von Dada und tritt da auch mit ihren eigenen Texten auf. Aber wird dann auch nach diesen aktiven Dada-Jahren in der Schweiz schreiben über die Münchner Zeit, schreibt das Gefängnis, schreibt dann das Brandmal. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in diesen Texten sieht auch, dass sie eine Sprache findet, über diese Themen, über diese prekären Notlagen zu schreiben und dass sie nicht rein autobiografisch schreibt. Es ist ganz viel von ihrem Leben drin, aber sie schreibt eigentlich über die Gefühle und die Erfahrungen. Also man kann die Bücher nicht nehmen, um das Leben nachzuverfolgen und um alles zu rekonstruieren, sondern eher um diese Empfindungen. Und das macht sie in einer ganz starken, bildreichen Sprache, wo sie wirklich diese Innensicht einem wahnsinnig eindrücklich nahe bringt. Zum Beispiel hier in einem Gedicht, wo sie ihre Erfahrungen schreibt als Frau, die sich prostituieren muss. Mädchen am Kai. Hab keinen Charakter, hab nur Hunger. Ich, Passagier im Zwischendeck des Lebens. Gelebt und gehasst hab ich vergebens. Und jeden Abend auf der Lunger. Und diese Kunst, die geht nach Brot. Und kann man sterben dann vor Scham? Ich bin so müde, Lenden lahm. Und dennoch Zähne gesund, mein Mund ist rot. Madonna, lass mich fallen in tiefen Schacht. Nur einmal noch behütet sein. Lieb mich von allen Sünden rein. Sieh, ich hab manche Nacht gewacht.